liebe Zuhörer, dies ist der neue Podcast vom Themenraum Globale Verantwortung von Aufstehen. Über das Buch The Great Reset und von der Wirklichkeit. Einleitung. The Great Reset. Der große Umbruch. Ein Buch mit einem bedeutungsvollen Namen hat viel Staub aufgewirbelt. Nicht aufgrund seines Titels, sondern aufgrund eines seiner Verfasser. Klaus Schwab ist der Gründer und Direktor des Weltwirtschaftsforums. Er entwarf die gleichnamige Initiative, die von Prinz Charles auf dem World Economic Forum WEF 2020 vorgestellt wurde. Wenn Wirtschafts- und Politeliten sich exklusiv beim WEF treffen und über die Zukunft der Menschheit debattieren, könnten Weichen für uns alle gestellt werden, ohne dass die Weltbevölkerung das legitimiert hat. Deshalb haben wir diesen Podcast gemacht und halten es für wichtig, dass wir deren Agenda im Auge behalten. Buchinhalt. Anhand der Corona-Pandemie beschreiben bzw. beurteilen die Autoren deren gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen. Das staatliche Handeln und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelten dabei als Vorlage zur Bewältigung künftiger Krisen wie der Klimaerwärmung. Da die einzelnen Staaten dazu nicht in der Lage wären, wäre ein technokratisches Vorgehen auf globaler Ebene notwendig. Dieses Buch wurde in den ersten Monaten der Pandemie veröffentlicht, sodass viele Einschätzungen die beiden Autoren bezüglich des Verlaufs der Pandemie und der ergriffenen Maßnahmen sich im Nachhinein als falsch bzw. unrealistisch erwiesen haben. Ein global einheitliches Vorgehen gegen die Ausbreitung der Pandemie konnte nicht durchgesetzt werden. Man denke nur an die sehr unterschiedlichen Maßnahmen in einzelnen Ländern wie Schweden und Neuseeland. Auch scheiterte die Kontaktnachverfolgung an technischen und organisatorischen Mängeln. Die mit der Pandemiebekämpfung im Zusammenhang stehenden digitalen Überwachungsmethoden werden von den Autoren verharmlost und begrüßt. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es sich dabei um teils massive Einschränkungen bürgerlicher Grundrechte und Freiheiten handelte, die nahezu widerspruchslos und oft genug ohne ein Eingreifen der Justiz umgesetzt werden konnten. Widersprüchlich erscheint die Aussage der Autoren, dass die Corona-Pandemie einerseits keine existenzielle Bedrohung darstellt und andererseits immer wieder mit den mittelalterlichen Pestpandemien verglichen wird. Daher sind die Schlussfolgerungen aus dem Vergleich mit den Pestpandemien völlig unrealistisch. Beispielsweise wird auf den Arbeitskräftemangel nach den Pestausbrüchen verwiesen, obwohl die Todesraten arbeitsfähiger Menschen in der Corona-Pandemie nicht annähernd in dieser Größenordnung lagen. Welches Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell fordern Schwab-Malerett? Die Autoren fordern eine enge Kooperation zwischen Staaten und gesellschaftlichen Institutionen wie NGOs und großen Kapitalgesellschaften mittels öffentlich-privaten Partnerschaften. Dies soll im Rahmen eines sogenannten Stakeholder-Kapitalismus geschehen. Zitat: Wenn wir als menschliche Wesen nicht zusammenarbeiten, um unseren existenziellen Herausforderungen, unter anderem Umwelt und die sich im freien Fall befindende globale Ordnungspolitik, zu begegnen, sind wir dem Untergang geweiht. Wir haben also keine andere Wahl, als die Engel in uns ans Licht zu holen. Den wissbegierigen Zuhörern unseres Podcasts werden wir später erklären, was wir darunter zu verstehen haben. Zunächst wird eine Abkehr vom Neoliberalismus nach der Pandemie prognostiziert. Die Pandemie-Ära würde durch die notwendigen staatlichen Eingriffe in Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Gesellschaft zu mehr Regulierungen, Kontrolle der Unternehmen und damit zur Abkehr vom Neoliberalismus mit seiner alleinigen Ausrichtung auf die Gewinnmaximierung führen.
Diese Prognosen sind nicht eingetreten. Statt zu einer Abkehr vom Neoliberalismus kam es zu einer Marktverzerrung zugunsten einiger weniger Monopolkonzerne. Staatliche Eingriffe und Subventionen führten auf der einen Seite zu massiven staatlichen Verschuldungen und auf der anderen Seite zu exorbitanten Gewinnen bestimmter Unternehmen. Die Autoren sehen durch die Pandemie günstigere Bedingungen für eine Abkehr vom Shareholder-Kapitalismus hin zum sogenannten Stakeholder-Kapitalismus. Das bedeutet, dass nicht mehr nur die Interessen der Aktionäre berücksichtigt werden sollen, sondern die Interessen aller von der Produktion betroffenen Menschen. Im weiteren Sinne von der ganzen Welt. Zur Beurteilung der Unternehmen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsstandards hat der WEF im September 2020 sogenannte Stakeholder-Kapitalismus-Kennziffern veröffentlicht, die von den 4 größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers mitentwickelt wurden. Hier sollen also private Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die Umsetzung von gesellschaftlichen Zielen aufgrund von freiwilligen Einschätzungen durch die Unternehmen beurteilen. Früherer Stakeholder-Kapitalismus. Eine Art Stakeholder-Kapitalismus existierte insbesondere in Japan, Deutschland und Österreich im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg. Er basierte auf starken Gewerkschaften und der Beteiligung des Staates an großen Unternehmen, vor allem im Bereich der Daseinsvorsorge. Die Mitbestimmung in Deutschland ist Ausdruck dieser Idee, dass ein Unternehmen nicht nur den Kapitalinteressen, sondern auch den Interessen der Arbeitnehmer dienen sollte. Die Beteiligung oder auch der direkte Besitz an Unternehmen der Daseinsvorsorge, beispielsweise der Bundesbahn oder der FEBA, als großen Energieversorger, garantierte in gewisser Weise die Berücksichtigung der Interessen der Allgemeinheit. All diese Strukturen wurden und werden weiterhin, wie die geplante Privatisierung der S-Bahn in Berlin, zerstört. In Deutschland wird im Koalitionsvertrag der Ampel an mehreren Stellen betont, dass die Wettbewerbsfähigkeit der großen Unternehmen im Interesse des Staates ist. Daraus muss man folgern, dass vor allem die Profitabilität der Unternehmen im Interesse des Staates ist. Neben der Vereinnahmung der Exekutive wird im Rahmen der Freihandelsabkommen nun auch die Judikative durch Einsetzung privater Schiedsgerichte im Interesse der Unternehmen ausgehebelt. Wer soll in diesem Umfeld die Interessen der Allgemeinheit bei den großen Kapitalgesellschaften durchsetzen? Aktivisten, NGOs und Idealisten, auf die die Autoren explizit verweisen, haben nicht die Einflussmöglichkeit, um die großen Kapitalgesellschaften zu einer Änderung ihres wirtschaftlichen Verhaltens zu bewegen. Die oftmals von Stiftungen reicher Milliardäre oder direkt staatlich finanzierte NGOs mit ihren Aktivisten sind nicht demokratisch legitimiert. Es ist davon auszugehen, dass die Geldgeber der NGOs Eigeninteressen verfolgen, die nicht dem Allgemeinwohl dienen. Auch die Gewerkschaften sind heute schon deutlich geschwächt oder im angelsächsischen Raum bis auf Spartengewerkschaften marginalisiert. Es stellt sich die Frage, wie im Entwurf einer zukünftigen Gesellschaft des WEF die parlamentarische Kontrolle, der Verbraucherschutz und die Mitbestimmung seitens der Zivilgesellschaft berücksichtigt werden. Public-Private Partnership. Die in dem Buch propagierten PPP, Public-Private Partnership, zur Lösung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben aufgrund eines organisatorisch überforderten und zur Ineffizienz neigenden Staates sind aufgrund negativer Erfahrungen aus der Praxis für den Staat zu teuer und kontraproduktiv im Sinne eines Stakeholder-Kapitalismus. Tendenziell werden privaten Firmen Profite zum Ausgleich von Risiken garantiert, ohne dass diese Risiken in der Realität bestehen. Entweder nimmt der private Betreiber überdimensionale Gewinne durch zu hohe Gewinnmargen ein oder die Kosten explodieren
Oder er überträgt seine Verluste bei einer Insolvenz bzw. entgangenen Gewinnen durch eine Klage auf den Staat. Das Mautdesaster ist ein warnendes Beispiel dafür. Auch der Bundesrechnungshof hat die fehlende Wirtschaftlichkeit und Transparenz bei PPPs kritisiert. Eine Demokratisierung der Wirtschaft, eine Stärkung der Arbeitnehmerrechte und Gewerkschaften werden in dem Buch nicht erwähnt. Daher erscheint das Modell des Stakeholder-Kapitalismus, wie es beschrieben wird, idealistisch und wird nichts am real existierenden neoliberalen Kapitalismus verändern. Digitale Überwachung. Die zunehmende digitale Überwachung der Menschen beleuchten die Autoren hinsichtlich der gesundheitlichen Aspekte, die zu einer Verwischung des öffentlichen und persönlich gestalteten Gesundheitssystems führen soll. Was uns, Zitat, eine viel größere Kontrolle über unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden ermöglichen. Soll und Zitat, in jedem Fall wird in der Zeit nach der Pandemie die persönliche Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen eine viel höhere Priorität in der Gesellschaft haben. Weshalb der einmal freigelassene Flaschengeist der technischen Überwachung auch nicht wieder zurück in die Flasche gesteckt werden wird. Es liegt jedoch in der Verantwortung der Regierenden und von jedes Einzelnen von uns, die Vorteile der Technologie zu kontrollieren und zu nutzen, ohne unsere individuellen und kollektiven Werte und Freiheiten zu opfern. Wie das realisiert werden soll, erklären die Autoren nicht. Der Einzelne kann sich vielen Überwachungsmaßnahmen und Einschränkungen gar nicht entziehen, wie die 2G-Regeln, der Corona-Impfausweis und die einrichtungsbezogene Impfpflicht bewiesen haben. Die Autoren konstatieren eine Priorisierung der Gesundheit der Menschen. Damit müssten alle anderen Grundrechte weniger bedeutend sein. Grundrechte sollen aber in ihrer Gesamtheit die Menschenwürde gewährleisten. Willkommen im Jahr 2030. Welche Zukunft im WEF diskutiert wird, hat die ehemalige Umweltministerin Dänemarks, Ida Auken, 2016 als Mitglied des Young Global Leader Programms auch eindrücklich geschildert. Wegen der breiten öffentlichen Empörung hat das WEF dieses Video von seinen Seiten wieder entfernt. Hier ein paar Auszüge. Zitat. Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt. Oder sollte ich sagen, unserer Stadt? Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Einrichtung oder Kleidung. Das mag euch merkwürdig erscheinen, aber für uns in der Stadt ergibt das viel Sinn. Alles, was man als Ware angesehen hat, ist nun zu einer Dienstleistung geworden. Wir haben Zugang zu Verkehr, Unterkunft, Essen und alle Dinge, die wir zum täglichen Leben brauchen. Nacheinander sind all diese Dinge kostenlos geworden, sodass es unsinnig für uns ist, viel zu besitzen. Wehe dem, der sich aber dem System entzieht. Zitat. Meine größte Sorge gilt den Menschen, die außerhalb unserer Stadt leben. Denen, die wir unterwegs verloren haben. Denen, die für sich entschieden haben, dass es ihnen zu viel wurde. All diese Technik. Tatsächlich hört man auch ein wenig Kritik an der fehlenden Privatsphäre. Zitat. Ich weiß, dass irgendwo alles, was ich mache, denke und von dem ich träume, aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir nicht behaupten, dass die oben genannte Vorhersage ein erklärtes Ziel des WEF ist. Aber es wurde ohne Zweifel dort diskutiert und auf dessen Seiten veröffentlicht. Dies mag noch wie eine Fantasievorstellung klingen. Es gibt aber bereits andere Visionen, die sich sehr wohl schon in der Phase der Umsetzung befinden. Auf diese Projekte werden wir in dem Teil eingehen, der sich mit der praktischen Bedeutung solcher Projekte befasst. Vorab ein Beispiel. In vielen Städten wird händeringend nach Alternativen für den ausufernden privaten Verkehr gesucht. Als Ausweg scheint sich das Projekt der 15-Minuten-Stadt anzubieten. Alles Lebensnotwendige in erreichbarer Nähe. Arbeit, Einkaufen, Schule, Arzt, Kinderbetreuung, Sport und so weiter. Städte wie Paris, London und Barcelona sind schon in der Planungs- und Vorbereitungsphase. Auch das WEF propagiert das auf seinen Seiten. Was das wirklich bedeutet, zeigt die Stadt Oxford. Hier soll ab 2024 der Zugang zur City für private Autos beschränkt werden, und zwar durch Überwachungskameras, die die Autoschilder aufnehmen. Wer aus seiner 15-Minuten-Zone hinausfährt oder von außen in die Stadt fährt, wird registriert und kann mit 70 Pfund Strafe rechnen, wenn er zuvor keine Ausnahmegenehmigung beantragt hat. Laufen, Bus und Fahrradfahren bleiben uneingeschränkt. So ganz nebenbei weiß so auch jeder, der die Adresse einer Person kennt, wo diese höchstwahrscheinlich einkauft, arbeitet, zur Schule, zu welchem Arzt oder in welches Fitnesscenter geht. Und eine Vermischung der verschiedenen Stadtviertel wird so auch fast unterbunden. Ein Schelm, der sich bei so viel Überwachung Böses denkt. Und zur Einrichtung und Steuerung einer 15-Minuten-Stadt braucht es viel Überwachung. Es regt sich Widerstand in Oxford, bis jetzt hält der Stadtrat aber an seinem Plänen fest. Schöne neue Welt. Auch wenn diese schöne neue Welt nicht als offizielles Ziel des IWF angeführt wird, so zeigt sich hier doch eine Richtung, in die wir gedrängt werden sollen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen soll aus ökologischen Gründen Verzicht üben und sich einschränken. Schwab und Van Han legen in dem Nachfolgebuch Stakeholder Capitalism noch nach. Entwicklungsländer sollen erst gar nicht die Möglichkeiten einer industriellen Entwicklung erhalten, selbst mit grüner Technologie. Denn, Zitat, wirtschaftliche Entwicklung und ein höherer Lebensstandard gehen mit wachsenden CO2-Emissionen Hand in Hand. Besonders bedenklich ist hierbei, dass das WEF mit seinen Ansätzen trotz fehlender demokratischer Legitimation an Einfluss gewinnen. Unter anderem betreibt das WEF ein Schulungsprogramm für Führungskräfte seit 1993. Global Leaders of Tomorrow, später Young Global Leaders, an dem schon tausende Führungskräfte teilgenommen haben und sich in der Alumni-Community auch weiterhin vernetzen können. Bei den Teilnehmern handelt es sich um die Crème de la Crème aus den Bereichen Politik, Banken, Versicherung, Medien und Wirtschaft, vor allem der westlichen Welt. Hier werden Parallelstrukturen aufgebaut, die nicht im Sinne der Allgemeinheit sein können. Angela Merkel, Christian Wulff, Cem Özdemir, Annalena Baerbock, Jens Spahn und Wolfgang Kubicki sind nur einige von ihnen. Klaus Schwab rühmte sich 2017, dass die Young Global Leaders die Kabinette verschiedener Länder infiltrieren und unter anderem die Hälfte des kanadischen Kabinetts stellen. Bewertung. Ist das nun ein gangbarer Weg, den Schwab vom WEF vorschlägt?
die freiwillige Selbsteinschätzung der Konzerne nach vorgefertigten Kriterien der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, das würde deren Macht noch vermehren, wenn Umwelt-, Sozial- und Mitbestimmungsstandards geregelt werden sollen, ist dazu das Parlament und die Legislative da. Freiwillige Labels kann sich die Branche zwar geben, es sollte aber kein Ersatz einer gesetzlichen Regelung sein. Bei Schwabs Vision fehlt die Mitbestimmung der Mitarbeiter oder der Zivilgesellschaft. Es gibt auch keine Antwort auf die immer ungleicher werdenden Besitzverhältnisse, die Schwab selbst beklagt. Die Finanzwirtschaft will sich selber reformieren, ohne reguliert zu werden. Dann wird der Bock zum Gärtner gemacht. Solange die Machteliten sich in überdimensionierten Yachten vergnügen und nach Davos in Privatjets fliegen können und der Allgemeinheit Verzicht predigen, wird man an Heinrich Heines Deutschland ein Wintermärchen erinnert. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text. Ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Die großen Kapitalbesitzer wissen durchaus, dass auch sie sich den Naturkatastrophen aufgrund des Raubbaus an der Natur nicht entziehen können und es unbequem wird, wenn Gated Communities sich durch Absperrung im Stil des Eisernen Vorhangs vor den Armen schützen müssen. Sie werden jedoch eher den anderen den Verzicht schmackhaft machen, als selber zu verzichten. Zur Bewältigung der dringenden Menschheitsfragen werden alle nach ihren Möglichkeiten mitarbeiten und bezahlen müssen. Das bedeutet aber eben auch, dass die, die das nicht in ausreichendem Maße tun, dazu gezwungen werden müssen. Freiwilliges Engagement der Unternehmen ist begrüßenswert, fließt aber immer nur in bestimmte Bereiche. Es ist Aufgabe der Gesellschaft, die Bedürfnisse aller Bürger zu berücksichtigen. Das ist keine Wohltätigkeit, das ist eine Pflicht. Dafür braucht der Staat unsere Steuern, um handlungsfähig zu sein, wie eine gerechte Erbschafts-, Vermögens- und Unternehmenssteuer, bei denen die Steuern eines Unternehmens dort anfallen, wo die Gewinne entstehen. Die von Schwab verharmloste und unvermeidlich dargestellte Überwachung des Bürgers, die natürlich nur zu dessen Wohlergehen stattfindet, erzeugt keinen mündigen, sondern einen bevormundeten und überwachten Bürger, der damit manipuliert und drangsaliert werden kann. Dagegen müssen wir uns wehren. Jetzt. Keiner wird die Welt für uns verbessern, wenn wir es nicht gemeinsam tun. Und weiter mit Heine. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder.